Schweiz. Gestellt, was? Gut, dass ich meine Reizhose noch nicht anhab. Gib mir. Mensch, jetzt mach ich noch gleich trocken. Ich habe noch gar nichts gegessen. Ach, übrigens, wir dürfen nicht vergessen, beim Gartencenter vorbeizufahren. Ich brauche Rosendünger. Mhm. Oder Moment mal. Tavi, wart doch mal. Was ist denn? Ich hab's eilig. Ich habe neulich gelesen, dass Frischdünger Ware wundervoll bringt bei Rosen. Ja, und? Ja, du sitzt doch an der Quelle, du kannst mir doch mal ein bisschen Pferdemist mitbringen. Was heißt da, Glaubst du, ich sammle die Rossballen auf? Der Papi meint doch einfach den Rossmist, der beim Ausmisten anfällt. Also jetzt komm, jetzt habe ich dir den Reitunterricht bezahlt, jetzt kannst du mir auch mal einen Gefallen tun. Aber ehrlich, was ist denn dabei? Na ja, vielleicht. Nimm den grünen Eimer aus der Garage. Du triefst ja ganz schön, hm? Auf geht's. Also, ich räume jetzt ab und dann gehen wir zwei einkaufen, okay? Was ist denn? Nichts ist... Jetzt komm, sag schon. Auch früher, da... Maria. Ja, wir haben abgemacht... Dass wir nicht mehr darüber reden, ich weiß... Hilfst du mir eigentlich mal wieder? Nächste Woche bestimmt. Ja, das hast du vorige Woche auch schon gesagt. Ich konnte nicht, wir haben wirklich jeden Tag eine Arbeit geschrieben. Weißt, wenn du es nicht mehr nötig hast, mir zu helfen, dann brauchst du es nur zu sagen. Dann suche ich mir halt jemand anderen. Mensch, Maxi, mach doch nicht gleich einen auf beleidigt. Ich komme Montagmittag ganz bestimmt. Ehrenwort. Du warst schon lange nicht mehr in den Bergen. Ich fühle mich eben nur noch in deiner Nähe wohl. Sprach Baron Sülz beim Frühstück zu seiner Gemahlin. Sag mal, was macht denn eigentlich der Christian? Was weiß ich. Wieso, hat er sich gemeldet? Nein. Warum meldest du dich denn nicht mal bei ihm? Ich glaube kaum, dass er im Augenblick scharf auf mich ist. Nach unserem Krach neulich. Schon 4-3 für mich, Chrissy. Deine letzte Chance, los, streng dich an. Das neue Stichwort ist muss. Muss wie müssen. Du fängst an. Was sein muss, muss sein. Muss es sein, so schick dich drein. Kein Mensch muss müssen. Muss ist eine harte Nuss. Muss ich denn zum Städtele hinaus? Muss ist ein Bitterkraut.
Muss. Na? Muss. Na? Apfelmus. Okay, ich gebe auf, du hast schon wieder gewonnen. Also, was soll ich für dich machen, den Wawau oder den Ameisenbär? Lass uns unsere Nummer machen. Nein, nicht schon wieder. Chrissy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, plie, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, together, and passé, 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 and plie, and reach, 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 hips, 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 and reach, 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 hips, 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 and chest, 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 and knee, and leg, and leg, and puff, plie, and shoulders, 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 puff, 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 paddle ball, kick, push, step, up, stairs, step, and step, leg, step, leg, kick, touch, 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 paddle ball, step, and step, and up, and down, and shoulder, shoulder, up, side, puff, 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 puff. Chrissy. Maria, du, habt ihr für heute Mittag schon was vor? Haben wir heute Mittag schon was vor, Chrissy? Ja, keine Nummer mehr. Nein, wir sind noch nicht verplant. Was gibt's denn? Nur eine kleine Verschwörung in Sachen Männerfreundschaft. Ja, du weißt doch, der Streit zwischen dem Florian und dem Christian, wegen mir. Ich finde, das dauert jetzt einfach. Aber der Florian, der bringt's einfach nicht fertig, den ersten Schritt zu tun. Lieber leidet er still und stolz vor sich hin. Kommt's rüber? Ja, gute Idee. Manche Leute muss man eben zu ihrem Glück zwingen. Wir kommen, Liebste. Ciao. Ciao. Hoppi, hoppi. Maria lädt zum Mittagessen ein. Friedensfehler aus dem Hause Behringer. Ja, es wurde ja auch langsam Zeit. Bist du ihm noch böse? Ich bin nicht und ich war nicht. Aber ich bin der Klügere, was zu beweisen war. Ja, aber du hast doch gar nicht nachgegeben. Eben, mein Ringeltäubchen. Eben. Weißt du, der Christian auch? Ja, natürlich, gerade der Christian. Alte Kugelmutter. Du hast von Anfang an gewusst, was du wolltest. Ich hatte eben diesen idiotischen Traum von Heirat und so im Kopf. Davon musste ich erst runter. Du hast also das Stipendium angenommen und gehst nach Amerika. Vor 3 Wochen kam die Aufforderung, mich endlich zu entscheiden. Vor 3 Wochen schon? Hast du gedacht, ich halte dich auf? Ich wollte es mit mir allein ausmachen. Und das hast du jetzt? Ja. Ist wohl besser, wenn ich gehe. Das heißt im Klartext, es ist Schluss. Was ist denn noch gelaufen zwischen uns in letzter Zeit? Herzlich wenig. Du hast einfach andere Vorstellungen, Alex. Auf Dauer wird es nie gut gegangen. Dir wird es ja schon länger klar. So sieht also ein Abschied aus. Also jetzt wirst du nicht auch noch sentimental, ja? Ihr habt da sowieso noch lange dran zu knabbern. Komm mal hier. Richie.
mag dich. Mach's gut. Du auch, Alex. Und pass mir ja auf den da gut auf. Klar. Hatte keine Zeit zum Hinschauen. War schon recht Rattenweg. Hier, macht 5 Mark. Was? Die Scheiße kostet auch noch Geld? Na klar. Was meinst du, wie manche Leute scharf auf Stalldünger sind? Ja, von dir verlange ich natürlich nichts. War nur ein Scherz. Dann bring mir noch einen Eimer. Na? Bringt das deine alte Journalistenseele nicht in Wallung? Scheidungslust, ja, bitte, sag mal, ja, bitte. Also, über die Frau um 45, also dazu wird mir natürlich was einfallen. Einfallen? Du wärst geradezu prädestiniert für eine Innenansicht dieses Themas. Eigene Erfahrung, also Kompetenz. Dazu ein Schuss Aggressivität. Man hat ja schließlich seine Wunden. Das alles gepaart mit einer überlegenen weiblichen Vernunft. Entschiedene Position. Ohne feministische Rasiermesser-Arroganz. Aber ich habe mich ja nicht scheiden lassen. Ja, umso besser. Endlich ein Leitbild für konstruktive Krisenbewältigung. Die Bittermandel schon auf der Zunge, doch im Herzen die alte Glut neu entfacht. Also gut, ich gebe mich geschlagen. Ich schreib's dir. Prima, habe ich doch gewusst. Bin eben heute gut in Form. Chrissy kann ein Lied davon singen. Bei dem ganzen Schlamassel ist mir auch einiges über unsere Freundschaft klar geworden. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch, aber was Treue ist, nämlich da zu bleiben, auch wenn der andere mal in die Irre geht. Wie in der Ehe. Und vor allem dem anderen nie nach dem Mund reden. Wie in der Ehe. Und der Mut, dem Partner mal was von Latz zu knallen. Weil der nur gescheit wird, wenn es ordentlich wehtut. Wie bei einer Ehescheidung. Weil man nichts mehr zu verlieren hat. Und wenn du jetzt nicht aufhörst zu sülzen, du Träne, dann kommt mir dieselbe gleich aus dem Knopfloch. Sag mal, riecht das hier nicht furchtbar rustikal? Naturdünger für meine Rosen. Ach du lieber Himmel. Florian, der Blumenfreund. Komm, lass uns lieber in Richtung der synthetischen Düfte unseres Damenkränzchens gehen. Vom Bockmist zum Pferdemist. Du machst ganz schöne Sprünge, mein Alter. Komm. Und unseren nächsten Artikel machen wir über Männererotik. Headline: Unschuld und Geheimnis. Mit 14 hast du doch schon Handicap 2 gespielt, oder? Du, was riecht denn hier so penetrant? Scheiße gefällig? Das ist ausgezeichneter Rosendünger. Du, wem sagst du, dass ich dünge nur damit? Allerdings getrockneten. Wie viel kostet der? Du, das 2,5-Kilo-Paket, so um die 10 Mark. Der ist frisch. Frischer geht's gar nicht mehr. Brauchst du welchen? Ja, klar, was Besseres gibt's nicht. Wie viel? Bitte? Na, wie viele Eimer? 2, 4, 6? Na, 2 reichen mir. 15 Mark! Also, Tami. Das kosten sie aber. Maxi kennt sich da aus. Das gibt's doch nicht. Was? Lauter Bücher über zerrüttete Ehen. Also, entweder sind die Autoren alle selber scheidungsreif oder die wittern eine Mordsauflage. Ist kein Wunder, wenn fast jede dritte Ehe schief geht. Das solltest du aber auch benutzen. Der Seitensprung als Chance. Für wen? Entschuldigung, ich hab doch jetzt nicht... Also ich mach dir jetzt einen Vorschlag. Wer von uns beiden die alte Geschichte wieder erwähnt, zahlt jedes Mal 5 Mark in die Kasse. Okay? Einverstanden. Und wenn dann genug in der Kasse ist, dann gehen wir feudal essen. Also was von mir reinkommt, das reicht nicht mal für eine Pizza. Also von mir kriegst du nicht mal eine Portion Pommes frites. Übrigens, wenn du mal feudal essen gehen willst, wie wär's mit heute Abend? Tut mir leid, keine Zeit. Also dann um 8.
Nur zwischen 4 und 6. Ja. Sie können sich drauf verlassen. 3 Eimer wollten Sie? Ja. Wiederhören, Herr Möppelburg. Mensch, Melanie, endlich erwische ich dich. Du, ihr habt doch eure Pergola voller Kletterrosen. Ja, ja, die interessieren mich. Ich hab erstklassigen Dünger für euch. Was gibt's denn da zu kichern? Du fragst jetzt deinen Vater oder deine Mutter oder wer das bei euch macht. Den Gefallen kannst du mir ruhig mal tun, sonst helfe ich dir nie mehr bei Englisch. Ja, ich warte. Wie kommt denn mein Notizbuch hierher? Grüß Gott, Frau Mittermeier. Tammy, hast du das vielleicht mit runtergenommen? Ja, ganz frischen Pferdemist. Sie müssten mal die Rosenbeete von meinem Vater sehen. Hm, habe ich's wohl mit runtergenommen. Ja, wir düngen schon jahrelang damit. Eimerweise. 8 Mark. Mami, ich geh mal schnell zur Ritsche rüber. Okay. Packen helfen. Was heißt packen helfen? Achso, ich hab's euch noch gar nicht gesagt. Richie fliegt übermorgen nach Amerika. Er hat sein Stipendium angenommen. Ja. Soll das heißen, dass du und der Kleine auch rüber wollen? Nein, Mami. Wir haben uns gestern getrennt. Der Richie und du? Ja. Ja. Das ist einfach. Flori! Mami, jetzt mach doch bitte kein Drama daraus. Alex und Richie wollen sich trennen. Wir haben uns getrennt. Das gibt's doch nicht. Ich muss noch mal weg. Wohin denn? Zum Reitstall. Aber doch nicht am Sonntag. Doch, es ist ganz, ganz dringend. Ja. Habt ihr wieder mal Krach gehabt, oder? Herrgott, noch mal. Kann man denn nicht auch im Frieden auseinandergehen? Schaffen können. Aber heutzutage rennen ja alle gleich auseinander. Vielleicht ist es besser so. Lieber jetzt als nach so vielen Jahren. 5 Mark. Du glaubst mir nicht? Hier, 18 Eimer habe ich bis jetzt verkauft. Du bist der Spitze. Aber die müssen wir heute noch liefern. Wir? Natürlich. Oder willst du dich nicht am Geschäft beteiligen? Ich biete dir halbe. Herr May, das sind 18 mal 5. Nicht mal 5. Ich verlange inzwischen 7,50 Mark und 8 Mark. Ganz schön clever. Schlag ein. Da stehen wir hier noch rum. Komm. Hoffentlich haben die Pferde genug geäpfelt. Tja, Richie. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen. Hat mich schon ein bisschen getroffen, dein plötzlicher Entschluss zur Emigration. Mobil sein ist alles, Herr Behringer. Nee, im Ernst. Vater Staat hat nun mal mehr Rechte an Tizian als Vater Richie. Ich wollte es ja ändern, aber Alex... Die wird schon noch umdenken. Allmählich merkt sie ja, was sie von der Alleinerzieherei hat. Sie hat gar nicht mal so Unrecht. Ja, aber du liebst doch die Alex. Und den Tizian sowieso. Ja, aber es ist nicht mehr so wie früher. Außer dem kleinen Wurm verbindet uns verdammt wenig zurzeit. Leider. Gibt's denn gar keine gemeinsame Zukunft für euch? Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung... Naja, ich muss wohl erstmal raus ins feindliche Leben. Hm. Ein Job wie den... Kriegt man nicht alle Tage, da hätte ich auch zugegriffen. Aber trotzdem, der Tizian, braucht er dich nicht genauso wie seine Mutter? Alex sorgt ganz fantastisch für ihn. Und außerdem, ich kann ja in den Sommerferien immer rüberkommen. Der Kleine hat überhaupt keine Chance, mich zu vergessen. Mach's gut. Richie, bist okay.
Und Florian Behringer bleibt der beste Schwiegervater, den ich nicht bekommen habe. Sind sie ja, die Äpfel der Fruchtbarkeit. Über Rosen lässt sich dichten, in die Äpfel muss man beißen. Wer sagt das? Der Gärtner in Goethes Faust. Ach, Goethe kriegen wir erst in 3 Jahren. Wollen Sie mal einen kosten? Na, komm rein. Leider nicht wechseln, aber wollen Sie nicht alle? Nee, du, tut mir leid. Aber warte mal. Bleiben übrig. Hier, 5er gegen 10er. Eigentlich müsste ich mehr kriegen. Wieso? Ich denke, wir sind Partner. Sozialpartner. Da kriegt immer der Manager mehr als der Arbeiter. Ach, dann mach doch deinen Scheiß allein. Das kann ich eben nicht. Ich bin auf deine Pferde angewiesen. Eben. Somit ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter. Und das hier als Gratifikation. Was ist denn das? Eine Sonderprämie. Danke. Bitte. Tami! Hallo! Wo bist denn du her? Von der Carla. Ich hab ihr den Rosendünger gebracht. Ach, ja. Für dich hab ich auch einen halben Eimer aufgegabelt. Tami, aber doch nicht jetzt! Ja, Tami, ist lieb von dir, danke. Komm, das stinkt ja alles. Du bist doch da rein. Wo geht denn ihr hin? Wir gehen feudal essen. Da werde ich eingeladen. Nein, danke. Schon gewusst, warum ich gegen die Reiterei bin. Geh dich waschen, du stinkst 5 Meter gegen den Wind. Ich geh gleich ins Bad. Ist ja ganz schön high. Was dagegen? Absolut nicht, aber vielleicht geht's ein bisschen leiser. Tizian ist gerade eingeschlafen. Schon groß von Möckelburg. Möckelburg? Du sollst dich mal wieder sehen lassen. Wo hast denn den getroffen? Bei ihm zu Hause. Komm, du spinnst wohl. Du wusstest wohl nicht, dass Möckelburg ein international anerkannter Rosenzüchter ist. Somit ein Großabnehmer für Pferdedünger. Und dem hast du... Natürlich, der kriegt diese Woche noch eine Lieferung. Aha, jetzt weiß ich also, warum mein Notizbuch am Telefon lag. Du hast es mir also doch geklaut!
Sie mal stören. Nein, Erna, Sie dürfen nicht. Ist gut, Frau Behringer. Ach, Erna, jetzt haben Sie mich schon gestört, also was ist? Frau Behringer, es stinkt doch hier im Haus so. Haben Sie das noch nicht gemerkt? Doch. Aber Sie wissen bestimmt nicht, wo der Gestank herkommt. Meine Spürnase hat es jetzt endlich rausgefunden. Die Putzeimer sind's. Ich weiß. Tami hat für Floris Rosenstöcke Stalldünger besorgt. Stalldünger? Pferdescheiße. Mami, wir sind soweit. Ich komm schon. Pferdescheiße. Also. Wiedersehen, Frau Behringer. Wirst mir fehlen. Der kommt ja wieder. Mensch, Ritchie, jetzt mach, wir sind schon total spät dran. Sie frischen Pferdemist zum Düngen? Nein, nein. Pferdemist zum Düngen? Ja, zwei Eimer kann ich schon brauchen. Muss das jetzt gleich sein? Also weißt, ich finde... Willst du nun das große Geschäft mit mir machen oder nicht? Maxel, wir müssen umdenken, wenn unsere Firma was werden soll. Ich komme mir schon wie ein Hausierer vor und die Erfolgsquote ist einfach zu gering. Wir brauchen eine andere Strategie, wenn unsere Firma was werden soll. Vergiss nicht, dass ich hier einen Fulltime-Job habe. Ja, mit deiner Hilfe kann ich sowieso nicht mehr rechnen. Okay, ich versuche so schnell wie möglich hier wegzukommen. Ja doch. Aber länger als eine Stunde warte ich nicht. Jabi? Ja, die Tami hat mich herbestellt. Aha, ich bin der Maxl. Der Maxl? Vom Reitstall. Ah ja, ja, also komm rein. Tami! Du hast Besuch! Wird ja auch Zeit, dass du kommst. Tut mir leid, Kinder, aber ich muss jetzt leider weg. Für wie lange? Nur kurz was recherchieren. Komm. Recher was? Recherchieren. Was ist denn das? Oh, ich glaube, das ist, wenn man anderen Leuten den Mist aus der Nase zieht. Dann macht ihr auch aus Scheiße Geld. So kann man es auch nennen.
Mensch, wo hast denn das heiße Poster hinter? Lenk jetzt nicht ab, hilf mir lieber. Das A und O unserer Firma ist eine straffe Organisation. Das heißt, du, Max, übernimmst die Scheiße, ich übernehme das Kaufmännische und die Kundenakquirierung. Akquisition? Das weiß ich zufällig, weil mein Onkel das macht. Den Transport teilen wir uns. Du übernimmst die größeren Auslieferungen, weil du mit deinem Anhänger mehr Eimer transportieren kannst als ich mit dem Fahrrad oder mit der S-Bahn. Ach, und das nennst du teilen? Setz dich. Und nun zu Punkt 2. Wir brauchen ein größeres Kundenumfeld. Ich denke da an eine groß angelegte Werbeaktion. Und wie soll die aussehen? Wir drucken Handzettel und werfen sie in die Briefkästen. Oder klemmen sie hinter Scheibenwischer. Sehr gut, Maxl. Ich sehe, wir verstehen uns. Und an wie viele Handzettel hast du so gedacht? 500 fürs Erste. 500? Das kostet eine Stange Geld. Da geht ja unser schöner Verdienst wieder drauf. Maxl, man muss investieren, um das Doppelte und Dreifache an Gewinn zu erzielen. Ja. Hier mein Entwurf. Kannst deine Ideen noch mit einbringen? Ihren Blumen zuliebe, Tamis Pferdemist-Service bietet an. Was gefällt dir denn daran nicht? Ach, alles. Ach, dann zieh keine Gemassen, sondern mach lieber Verbesserungsvorschläge. Siehste? So einfach ist es nämlich gar nicht. Bei den Hundefutterspots, da ist es doch immer von Hundezüchtern empfohlen. Aber unser Produkt kann man nicht fressen. Das nicht, aber hast du nicht einen Rosenzüchter aufgerissen? Mensch, jetzt dämmert's mir! Mensch, Maxl, das ist eine super Idee! Von internationalen Rosenzüchtern empfohlen. Das kommt fett gedruckt oben drüber. Na, ihr beiden Werbetexter, wie weit seid ihr denn? Also ich gehe jetzt mit Tizian spazieren. Halt, erst musst du das im Computer ausdrucken. Das klingt nicht schlecht. Naja, Tamis Pferdemist-Service. Da steigt ja jedem gleich der Gestank in die Nase. Da ist was dran. Wie wär's denn mit Tamaras Stalldünger-Service? In Klammer Pferdemist. Das ist es. Heute im Angebot frischer Pferdemist 1A. 10 Liter Eimer. Zu 8 Mark. 3 Eimer zu... 24 Mark. Nein, wir müssen noch Rabatt geben. 21 Mark. Ja, 21 Mark ist eine blöde Zahl. Außerdem gibt's Ärger mit dem Wechselgeld. 20 Mark, das ist eine gute Zahl. Also 20 Mark jetzt? Ja, 20 Mark. 3 Eimer, 20 Mark. Gibt's eigentlich bei Barzahlung keinen Rabatt? 10 Pfennig pro Kopie ist schon ein Sonderpreis. Aber so ein Handzettel ins Fenster, das müsste schon drin sein. Machen wir. Und einen kleinen Stapel neben die Kasse. Meinetwegen. Und eine Quittung bräuchte ich auch. Maxl, zähl schon mal 30 ab. Lassen wir gleich hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Beringer, bitteschön. Moment, wie bitte? Also da haben Sie sich bestimmt verwählt. Nein, also Pferdemist gibt's bei uns nicht. Ja, hallo, hier ist Tamara Stalldünger Service, guten Tag. Nein, natürlich sind Sie hier richtig. Unsere Aushilfe wusste nur nicht Bescheid. Wie viele Eimer wollen Sie? Ja, ich notiere. Morgen Vormittag. Augenblick mal. Geht es nicht auch am Nachmittag? Ja, dann werde ich eine andere Verpflichtung ausfallen lassen müssen.
Ja, dies ist eine feste Zusage. Ja, wir danken für Ihren Auftrag. Wiederhören. Ja, sag mal, was hat denn jetzt das wieder alles zu bedeuten? Du, und außerdem bin ich keine Aushilfe. Das ist ja allerhand. Und du vermasselst mir das ganze Geschäft, Erna. Ja, was weiß ich denn, was du schon wieder für verrückte Sachen machst? Hier, damit du informiert bist. Tamara Stalldünger Service heute im Angebot. Frischer Pferdemist. Wir haben noch mehr Leute angerufen. Aha. Die stinkerten einer. Du besorgst den Pferdemist also auch für andere. Ich verkaufe ihn. Ah. War nicht so schlecht. Was bringt denn sowas ein? Geschäftsgeheimnis, Erna. Aber wenn du mir versprichst, Mama und Papa nichts davon zu erzählen und in meiner Abwesenheit Aufträge entgegennimmst, springt für dich auch eine Kleinigkeit ab. Aber Dame, dafür will ich doch nichts. Du, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Tamara Stalldünger Service, guten Tag. Mensch, Melanie, nein. Nein, und Zeit zum Quatschen habe ich auch nicht. Schluss jetzt, du blockierst mir die Leitung. Ab 14 Uhr geht's nämlich erst richtig los. So. Hör dich nochmal. Ach, versuch's doch mal mit farblich abgesetzten Zierknöpfen. Also, Kindchen. Das sollte ich vielleicht einer jungen Mutter nicht mehr sagen. Was? Ja, ich könnte sie gut gebrauchen, dann gibt's einen Morgen schon. Also wann? Ich würde natürlich auch gern, aber ich weiß nicht, was ich mit dem Kleinen machen soll. Ach, ich wäre für sie erst auch halbtags zufrieden, Kindchen. Das muss ich doch einrichten lassen. Ihre jüngere Schwester. Ach, na, die handelt ja mit Pferdemist. Übrigens eine exquisite Qualität. Sagen Sie ihr das. Meine Rosen blühen förmlich auf. Bildlich gesprochen. Noch ist es ja nicht so weit. Also, Sie rufen mich in den nächsten Tagen an, ja? Nein, in Plastiksäcken können wir im Moment noch nicht liefern. Kann aber sein, dass wir in Kürze dazu übergehen. Ja? Nein, so sehr stinkt es nicht. Zwei Eimer wollten Sie. Okay, wiederhören. Mensch, Erna, es war jetzt der 14. Anruf in knapp einer Stunde. 14? Na, ich leih mir bald Geldpapier. Wenn das so weitergeht... Pferdemist, Tamara Stalldünger Service, grüß Gott. Gern. Name? Straße? Wo ist denn das? In Erding! Ja, wie kommen denn Sie zu meinem Handzettel? An Ihrem Auto. Ach so. Jetzt haben wir nicht auf die Autonummern geachtet. Jetzt haben wir einen Kunden in Fürstenfeldbruck und zwei in Erding. Aber liefern müssen wir. Du nicht ich. Mit dem Opa brauche ich den ganzen Tag. Das musst schon du mit der S-Bahn übernehmen. Du spinnst wohl. Ich soll wohl nur die weite Strecken fahren. Ich habe noch die ganze Organisation am Hals. Dann können wir eben solche Aufträge überhaupt nicht mehr übernehmen. Ich sag's ja, das Ganze wächst uns über den Kopf. Die Scheiße ist nämlich nur begrenzt. Dann gib doch den Pferden mehr zu fressen. Vielleicht machen sie da noch mehr. Red doch nicht solchen Schwachsinn. Hilf mir mal lieber. Mami, es geht doch bloß um einen halben Tag. Nur 4 Stunden. Ja, aber mit der Hin- und Rückfahrt sind es ja 6. Je schneller ich meine Lehre fertig habe. Also, ich finde, sie hat ganz recht. Ach, du findest, sie hat recht. Dann bleib doch du vom Büro zu Hause. Also, Maria, du hast doch Zeit. Du bist ja freiberuflich. Ah, ich bin freiberuflich. Und da habe ich natürlich nichts zu tun. Da kann ich schlafen, solange ich will. Und da kann ich machen, was ich kann mich auch immer frei Mami, nehmen. Du sollst doch bloß auf Tizian aufpassen. Du sollst doch nur aufpassen. Nach Pferdemist. Na, jetzt stinkst du wie ein ganzer Parfumladen. Sag mal, weißt du, was das kostet, mein Parfum? Das ist sowieso für mich.
telefonische Anrufbeantworter von Tamara Staltunger Service. Guten Tag. Wir haben leider schon geschlossen. Bitte rufen Sie morgen zwischen 14 und 18 Uhr wieder an. Hatte sich nur einer verwählt. Also mit unserem Anschluss stimmt was nicht. Jedes Mal, wenn ich vom Büro anrufe, ist besetzt. Oder bist du das, Tami? Aber nein, wie kommst du denn da? Also, Mami, was ist jetzt? Jetzt sind die Großmütter wieder recht, hm? Mami, bitte. Also gut. Aber nur, wenn ich zuerst einen Artikel von der Carla fertig schreiben kann, okay? Und nicht für immer. Was ist mit euch los? Hey, Tami, komm mal bitte her. Warum warst du nicht im Unterricht? Ich musste für meinen Vater was in Erding erledigen. Ich bringe die Entschuldigung morgen nach. Weiß deine Mutter, dass du nicht in der Schule warst? Meine Mutter ist immer gut informiert. Vergiss nicht die Mathearbeit morgen. Du weißt, was für dich davon abhängt. Ehrlich, ich habe gebüffelt wie ein Ochse. Werden wir ja sehen. So geht das nicht. Seit 3 Tagen warte ich jetzt auf die Lieferung. Lieber Herr. Ach, Schamberger, aber ich fahre nicht weg, bevor ich es nicht habe. Ich sage Ihnen doch, Sie sind hier an der falschen Adresse. Ach, da bin ich blöd, oder? Warten Sie mal. Komm her. Jetzt geben Sie Obacht. Da werden Sie schauen. Hier der Zettel. Ja, war an der Scheibe vom Auto King. Und hier die Nummer, die habe ich angerufen. Und 5. Eimer steht. Tamaras Stalldünger. Ich werde wahnsinnig. Bitte, da kommt sie. Wer? Die Firma. Ah. Du bist mir vielleicht ein Früchtchen. Halten Sie mal. Hallo, ja, Beringer. Nein, wir haben keinen Pferdemist. Die Firma ist liquidiert. Ab heute. Pleite. Ja, dann düngen Sie Ihre Rosen, was Sie wollen. Das ist alles, was ich noch habe. Schenke ich Ihnen. Wir haben keine Scheiße mehr. Das gibt's doch nicht. Haben Sie meine Frau endlich erreicht? Ich weiß nicht. Was heißt, ich weiß nicht? Ja, es wurde abgehoben. Und dann hat eine Stimme gesagt, ich kann's nicht wiederholen. Na ja, jetzt sagen Sie es schon. Wir haben keine Scheiße mehr. Ach, da haben Sie sich verwählt. Na, Herr Beringer, da bin ich mir ganz sicher, das war die Stimme von Ihrer Frau. Also, ich an Ihrer Stelle würde mal heimfahren, weil kurz vorm Auflegen, da hat auch noch jemand zum Weinen angefangen. Was habt ihr euch nur alle dabei gedacht? Ich kann es einfach nicht fassen, was sich hinter meinem Rücken und dem meiner Frau abgespielt hat. Ja, ohne Sie, Erna, und ohne dich, Alex, die ihr Mitwisser und Helfershelfer wart, wäre das wohl kaum möglich gewesen, nicht? Als Herr Beringer, den Mitwisser, den gebe ich ja zu. Aber Helfershelfer, nein, diese Anschuldigung muss ich aufs Energischste zurückweisen. Ja, haben Sie etwa keine Bestellungen entgegengenommen? Ja, was hätte ich denn machen sollen, wenn das Telefon klingelt und die Leute mir was auftragen? Gut, wenn das so ist, dann richte ich Ihnen in Zukunft auch nichts mehr aus. Und du, Alex, warum bist du nicht mal zu mir oder zur Mama gekommen und hast uns informiert? Hm? Geschwister-Solidarität, Papi, das hast du uns doch immer eingetrichtert.
Verdammt nochmal, ich hab doch gesagt, der Hörer bleibt ausgehängt. Ach, ja, wahnsinnig. Kann ja wochenlang Tag und Nacht so weitergehen. Wir werden eine neue Nummer beantragen müssen. Und das dauert. Und die Gebühren dafür bezahlst du von deinem Verdienst. Wie viel kostet denn das? Das wirst du noch früh genug erfahren. Und jetzt zu dir, Maxl. Du bist schließlich ein Mann. Und ein paar Jahre älter als die Tami. Sind dir denn überhaupt keine Bedenken bei der Sache gekommen? Ehrlich gesagt, nee. Ich fand die Idee von Tami echt geil. Alex, bitte. Ihr habt euch nämlich strafbar gemacht. Ja. Wieso denn? Weil man dazu einen Gewerbeschein braucht. Ach, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich uns einen besorgt. Red doch nicht so ein Schmarrn, Tami, doch nicht mit 12. Ja, vielleicht sollst du noch einen besorgen, nachträglich. Oh ja, Papi, wir haben nämlich noch eine Menge Bestellungen. Du bist wohl nicht ganz bei Trost, was? Damit ist es aus, ein für alle Mal. Mir reicht's. Keine Hausaufgaben machen, die Schule schwänzen und mit stinkenden Eimern von der Lehrerin erwischt werden. Hey, da hatte ich echt Pech. Sag mal, Tami, du nimmst die Sache wohl immer noch nicht ernst, was? Übrigens, auch das Finanzamt kann uns noch einen Strick draus drehen. Wegen Steuerhinterziehung. Kannst du mir eigentlich mal verraten, wer dich auf diese saublöde Idee gebracht hat? Ja, du, Papi. Du wolltest Pferdedünger für deine Rosen haben. Na ja, dann haben wir das Geschäft gewittert. Und die Firmengründung war dann nur noch eine logische Folgerung. Hallo, wer ist das? Du und deine Powerart, wie die das alles aufgezogen hat. Hättest du ihr das zugetan? Also, in der Perfektion nicht. Du, das wird doch mal eine ganz raffinierte und erfolgreiche Unternehmerin, das sage ich dir. Aber jetzt werden wir sie erst einmal rannehmen. Von wegen Schule schwänzen und um Unterschriften fälschen und so weiter. Das lass mal mich machen, ja? Ich bin ab sofort die Großmutter vom Dienst und habe sie alle, aber auch alle, unter Kontrolle. Ich finde es übrigens prima, dass du die Alex unterstützt. Will ja auch, dass sie ihre Ausbildung bald hinter sich hat. Ja, und die Katja ist in Irland glücklich. Könnten wir eigentlich mit unseren Sprösslingen rundherum zufrieden sein. Sind wir ja auch. Hier, für deine Schönheit. Oder brauchst du die nicht mehr? 5 Mark.